Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus. Eigentlich hätte jetzt meine große Tour des Jahres stattfinden sollen. Hätte, hätte Fahrradkette. Ich habe schlechte Nachrichten. Meine große Tour des Jahres 2024 fällt leider aus. Denn ich habe Knie. Und zwar leider Gottes so massiv Knie, dass der ganze Mist operiert werden muss. Gezwickt und gezwackt hat es eigentlich schon seit längerer Zeit so ein bisschen. Aber ich dachte immer, komm, das geht auch von alleine wieder weg. Spätestens dann, wenn ich nach dem Winter wieder richtig anfange, Fahrrad zu fahren. Ja, ging es aber leider nicht. Wurde leider irgendwie doch immer schlimmer. Und nach den 2 Flughafenrunden, die ich dieses Jahr gemacht habe, war das am nächsten Tag ja so schmerzhaft, dass ich eigentlich kaum gehen konnte. Und das habe ich dann doch mal zum Anlass genommen und bin dann doch mal zum Arzt gegangen. Der hat mich dann auch gleich in Röhre gesteckt. Und Bingo, Hauptgewinn, fetter Anriss im Innenmeniskus, pipapo, tralala, das ganze Programm. Ja, es wird nicht besser, das muss also wirklich operiert werden. Und ich habe noch gefragt, ob es irgendwie möglich wäre, meine Tour vielleicht locker flockig dann mit dem E-Bike runterzuradeln und danach die OP zu machen. Aber da hat er mir von abgeraten, da hätte ich keinen Spaß dran, meinte er. Gut, muss ich dann leider so akzeptieren. Ist natürlich irgendwie schon ein Hammer, wenn man das dann so 4 Wochen vorher gesagt bekommt, dass die Tour, auf die man sich irgendwie ein ganzes Jahr freut, dann ausfällt. Denn ja, ich freue mich schon immer wie Bolle, eigentlich ein komplettes Jahr auf so einer Radreise. Kaum hat die eine geendet, steige ich ein in die Planung für die neue. Dann lege ich den Weg fest auf Komoot, gucke, wo sind Campingplätze, wie sehen die aus, was kann man da machen, was kann man sich unterwegs angucken. Im Kopf beginnt dann auch irgendwie langsam sich so ein Drehbuch zu entwickeln. Wo kann man mal den einen oder anderen Gag einstreuen? Welche Musik kann man nehmen? All das findet ein Jahr lang in meinem Kopf statt, sodass ich eigentlich die Tour schon 5-mal komplett geradelt bin. Und dann kriegt man vor den Latz geknallt, ist nicht. Gut. Ich hoffe, dass das ganze Gedöns irgendwie schnell wieder heilt und ich vielleicht dieses Jahr dann doch noch wenigstens irgendwie mal eine kleinere Tour machen kann mit 1-2 Übernachtungen. Ja, mal gucken. Gut. Ja, dann bleibt mir eigentlich nicht mehr zu sagen, außer streicht mich nicht aus euren Abo-Listen. Ich werde bestimmt recht bald schon wieder auf eurer Bildfläche erscheinen. Vielleicht mit Rad, vielleicht ohne Rad. Mal sehen. Und bis dahin sage ich dann auf ein baldiges Wiedersehen. Dort ziehen's und ciao.